So langsam kommt der Mann wieder in Tritt. Unterschätze ihn nicht. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Weißt du, was ich mit? Wir spielen gerade Profi-Tuning in Europa. Auf Spa. Und der Typ, der gerade hier angezeigt wurde, der hieß Batman, habt ihr das gesehen? Okay, er hieß nicht Batman, aber es ist Batham. Ich bin jetzt genau hinter dir. Ach, das ist auch nicht Batman. Hä, hey, warum ist denn der 12? Ist der doof? Mein Teamkollege? Ah, ist glaube ich echt nicht fürs Profi-Tuning geeignet. Drei Runden darf ich hier noch fahren. Das ist ja langweilig. Okay, du bist zurzeit auf Position 5. Da war er, der Batman, nee, was? Wie jetzt? Wow, dann wäre ich das reingefahren, hätte ich jetzt. Tschüss, Batman! Adam, Scott und Oliver sind noch vor mir. Scott habe ich, Oliver kriege ich auch gleich. Oder? Na, Logo, mein Bogo. Ich muss ihn einfach noch kriegen, ey. Der erste Platz ist in Sichtweite. Platz nicht nach. Aber er fährt gut, muss ich sagen, davon. Oder ich fahre immer zu schlecht, kann natürlich auch sein. Hinter mir, die kommen näher, oder? Nö, auch nicht wirklich. Na gut, dann ist mir egal. So. Kommt, glaube ich, noch eine schöne Kurve hier. Ja, genau. Man echt nicht unterschätzen sollte. Und da bin ich erster! Mein Auto sieht noch relativ gut aus. Relativ. So, mal gucken. Jetzt muss ich noch die letzten beiden Runden überstehen. Nur noch in anderen Stehen. Und dann geht das schon wieder los. Hä? Was geht wieder los? Warum? Oh. Was? Ah, so. Okay, gut. Einmal ja zwei Runden noch überstehen. Ach ja. Jazz hat ehrlich gesagt nicht, wo die jetzt plötzlich schon wieder alle hin sind. Das ist dann doch jetzt nicht ganz anspruchsvoll. Ich sollte wirklich auf Experte spielen. Krieg ich zumindest das meiste Ansehen. Ach, ich spiele das nächste Mal auf Experte. Mal gucken, was passiert. Und irgendwann spiele ich dann auch mal im Expertenmodus. Ne, ich spiele auf Experte und im Profi-Modus, so dass ich keine Rückwände mehr habe und keinen Neustart mehr machen kann. Ja, genau, so machen wir das. Ist echt komisch, wo die jetzt alle hin sind hier. Gucken, was die Zeit gleich ansagt. Wie viele Sekunden sehen wir sind. Ich sehe bis jetzt noch keinen. Fast 3 Minuten. Still. Ah, da hinten sind sie. Okay, ist an sich schon mal gar nicht so schlecht. Hier kann man einfach rumdüsen, ohne zu bremsen. Und hier braucht man eigentlich auch nicht bremsen. Doch, hier muss man schon bremsen. Sonst fährt man so scheiße um die Kurve wie ich jetzt hier. Naja, bevor ich über die Kurvenfläche rase. Nö, machen wir es nicht so. Also ich glaube bei 50 Meter sollte man ja schon mal bremsen. Und ins Ziel! Und noch eine Runde neu. Ja! Tolles Rennen! Deine persönliche Bestzeit! 2-2, 31 Sekunden. Nee, was? 2-2? 2 Minuten, 2 Sekunden. Und wieder! Ah ne, ich habe vorher gebremst, vor der 50. Ich wollte eigentlich erst ab der 50 bremsen, um zu gucken, was passiert. Ne, die Kurve hier, die ist zu scheiße. Achso, da gab es nur eine 50. Da ist ja doch nicht so scheiße.
Kurve geht eigentlich auch. Ja, das ist ja Pillepalle. So, nochmal auf die Zeit gucken, wie viele 1000 Sekunden Sehne wir sind. Da sehe ich sie. Das ist natürlich echt ganz schön weit hinten, finde ich. So, ich möchte jetzt noch eine Weltrekordrunde machen. Ich hoffe, das kriege ich hin. Bei 2 Minuten 2 waren wir zu viele gewesen. Ach, schaffe ich glaube ich nicht mehr. Eine Weltrekordrunde wird es bestimmt nicht. Oh, ich habe noch 32 Sekunden, 34, 33, 32 Sekunden habe ich noch. Ach, es wird nichts. So, 50. Das ist tatsächlich möglich. Fahr mal hier hinten lang. Nee, oder? Doch, nee, doch. Wir müssen das in 10 Sekunden schaffen. Hier muss ich nochmal kurz Kur um die Kurve fahren. Also ich glaube nicht, dass wir das schaffen, oder? Ja! Neuer Weltrekord! Juhu! Yeah! Juhu! Oder? Wo ist mein Kumpel? Oh mein Gott, 14. Wow, das Ganze. Er ist der Letzte, alle anderen sind einfach mal nicht im Ziel, wahrscheinlich weil sie sich umgefahren haben oder so. Oh mein Gott, das ist peinlich. Mann. Es gab da erstmal 0 Punkte. Schön. Er hat wahrscheinlich alles verpasst, außer das. Du bist ganz nah an der Euro-B-Lizenz dran. Fahr weiter in Europa. Danke. Naja, ein Rennen. Gut gemacht, Bruchpilot. Du bist die Nummer 1. Und ordentlich Geld fährst du auch ein. Ach, da gibt's keinen zweiten. Ach so. Na, wir gucken mal nach den Sponsorrennen. 7875 gibt es schon mal 9. Dann nehmen wir den doch glatt. Dann Loop. Und fahren gleich noch was. Was wollt ihr denn sehen? Hier kann ich schon mal was fahren. Ich könnte auch GT1 fahren. Open Wheel. Club GT. Dudenwagen. Classic Muscle. Oh mein Gott. Profi-Tuning. Oh mein Gott, mit dem Team, Kameraden. Gibt's denn hier GT1? Driftschlacht. GT1. Prestige, was ist denn das? Was gibt's denn hier Schönes? 225.000 Euro gibt's da, geil. 3 Strecken. Komm, das machen wir, das machen wir. Wenn du am Rennen teilnehmen möchtest, brauchst du zuerst einmal einen Wagen. Ach du Scheiße, was nehmen wir denn? Ich glaube, ich nehme den Pagani Zonda R. Gucken wir mal, was es denn auf eBay gibt. 75.000 kostet er hier. Ich nehme den da oben. Profi? Okay, wir fahren Profi. Ob das so eine gute Idee ist? Keine Ahnung. Höchstgeschwindigkeit 317 km/h mit dem Porsche 911. Ich habe gehört, dass Raven West bei diesem Wettkampf mitmacht. Das wird habe ich. Da kann auch alles fahren oder was hier. Mein Teamkollege macht schon auch mit und startet ganz hinten irgendwo. Jo. In der Hoffnung, dass er dann mal irgendwie Erster wird oder was. So, ich bin natürlich jetzt hier gewöhnt, mit einem dicken Mustang rumzufahren, der seine Fahrfehler verzeiht. Aber ich denke, wenn man hier irgendwo davor fährt, ist das Auto schnell Schrott. Raven Breast. Wow, das war... Ey! Wow, Stuhl. Gut, in dem Wagen direkt vor dir fährt Armand Barbier. Jetzt nicht mehr, jetzt hat er hinter mir. Oh, das macht richtig Laune, hier mit dem, mit diesen Fahrzeugen hier. Tut mir leid, Kumpel, ich bin zurzeit ganz hinten. Jo, schön. Mach ruhig weiter so. Ich muss da echt mal überlegen, ob ich mir einen neuen hole. Derzeit ist Raven West in Führung.
So, los geht's. Starte! Natürlich haben die wieder einen Königs-Exit. Ja, ob ich hier die 73 knacke? Wow, ich hab sie geknackt! Alter Schwede, mit 327 oder so waren es, glaube ich. Durch San Francisco. Krass. Meinen aktuellen oder was? Keine Ahnung. Oh komm, Nathan, Mac McCain kriegen wir auch noch. Genau im Windschatten. Okay, vielleicht nicht in dieser Runde? Nicht in dieser Kurve, meine ich. Aber jetzt! Gleich! Gut, der Königsex ist ein bisschen schneller als mein Auto. Leider. Aber dafür ist das Handling ja besser. Hey, du Arschloch! Ich bin Erster! Weiter so, du führst das Feld an. Ja, sauber. Man hätte ruhig mal da oben eine Anzeige machen können. Und so, damit ich sehe, wo mein Teamkollege ist. Auf welchem Platz. So, mal gucken, ob ich es jetzt nochmal hinkriege. 327 gilt schlagen. Nee. Boah, bin ich gerade irgendwo davor gefahren? Das klang gerade echt komisch. Hä? Das war eine tolle Runde. Komisch. Klingt irgendwas ganz komisch. Ich habe irgendwas komisches gemacht mit meinem Auto. Hilfe! Ah! Also ist doch was abgefallen, aber ich weiß nicht wo. Ein größerer Unfall hat mindestens einen deiner Gegner aus dem Rennen geworfen. Okay. Oh, ich glaube, das ist Carl Danvers. Kenn ich nicht. Da ist mein Kumpel ja wenigstens 11 und nicht mehr 12. Da ist er auch schön. Wow, bin ich gar nicht wieder rum. So! Also so macht das Rennen durch die Stelle natürlich noch mehr Spaß. Und es gibt mal ordentlich richtig viel Zaster, ey. 225.000 allein dafür. Gut, ich habe in den 24 Stunden von Le Mans habe ich auch 57.000 gemacht. Aber das ist ja nicht ganz vergleichbar. Voll peinlich, ich bin Letzter. Och man, fick dich echt. Voll peinlich, ich bin Letzter. Gut zu wissen. Warum fahre ich denn jetzt Erster durch das Ziel gerade? Oder? Fahre ich das überhaupt? Warum fahre ich jetzt Erster durch die Zielgerade? Mann! Gut gemacht! Mann. Erster. Ist echt traurig, oder? Raven Rest und Lumination. Super. Also da werden wir bestimmt mit Sicherheit nicht an den ersten 4-5 Plätzen sein. Zumindest unser Team nicht. Ah doch, es gibt ja nur 6. Okay. Sehr nice. Er kriegt wieder seine 3.057, juhu! Der ist der Außenseiter. Er könnte aber über sich hinauswachsen. Okay. Ich dachte, ich bin der Außenseiter. Bleib ja da, du Arsch. Alle Video aber echt alle schon fahren. Der Wagen läuft aber noch gut. Das ist ja kein Wunder, wenn er hier voll verkackt. Wenn er jeden Depp mit rein donnert. Bist du das in meinem Rückspiegel? Ja, das bin ich. Klar, ich bin im Wagen gleich vor dir. Oh, was für ein Depp, Alter! Ich glaube, ich brauche einen neuen Teamkollegen. Fabian Damore liegt im Moment auf T1. Wer ist das? Oh! LOL! Hab ich gerade nicht gesehen. Fuck. Hier düsen wieder alle weg, ist. Weiß nicht warum, aber irgendwie. Wow! Achtung, großer Blechhaufen vor dir. Alter Schwede, habt ihr das gesehen? Woo! Du hast dich echt krass gedreht, ey. Woo! So macht es keinen Spaß. Lumination, von wegen. Hier holen wir gleich einen davon. Und erstmal los, Düse. Okay, ich glaube, ich düse hier nicht los. Gute Leistung, du bist jetzt auf Platz 5. Ich bin jetzt auch gerade zu Weg, so ein bisschen.
So, Platz 4. Dein Wagen ist etwas verbeult, ist aber noch halb so schlimm. Komm, 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 komm! Oh, wieder der... Alter, warum? Das ist Nathan McCain oder so. Der hat einen coolen Namen. Ein größerer Unfall hat mindestens einen deiner Gegner aus dem Rennen geworfen. Sieht so aus wie Rick Scott. Ja, Rick Scott von Raven Rest ist rausgeflogen. Und ich bin hier irgendwo hängen geblieben. Scheiße. Na lol. 2 Sekunden Rückstand auf Platz 2. Hä? 2 Sekunden sind das? Vor allem, was sind 2 Sekunden? Das sind jetzt 4, oder? Wir haben nicht drin. Ah. Ist natürlich doch schon. Nee, ich verstehe das auch nicht. Gerade eben war es übelst viele Palle so. Und hier ist schon wieder relativ schwierig. Derzeit ist Raven West in Führung. Ach. Raven West kann mich mal. Müssen wir jetzt wenigstens noch Zweiter werden. Ich habe mich gerade irgendwie voll verschätzt. Ich sollte doch, glaube ich, ein bisschen aggressiver hier reingehen. Nicht so wie in der ersten Runde relativ defensiv. Weil da habe ich nicht so die Möglichkeit, mich nach vorn zu kämpfen. So, wieder diese scheiß Kurve, ey. Entweder liegt es an dem Auto, dass es nicht so krass lenkt. Ich glaube, es liegt an dem Auto. Doch nicht an mir, hallo? Fabian Dumont sollte man wesentlich einholen. Wow! Darf ich die Rückwelle benutzen? Warte mal, ich muss mal irgendwie... So, hier würde ich mal einfach starten und so tun, als wäre nie was gewesen! Alter, was war das denn gerade? Komm, der hol mal rein! Ah, schon wieder scheiße gedriftet um die Kurve, ey. Aber das Auto um die Kurve zu bringen ist echt mies. Sorry. Der Zusammenstoß hat sich etwas durchgeschüttelt. Scheiße, also die. Ach, die Lenkung ist totaler Rotz zu den Kurven. Das bringt einen Platz auf dem Siegermodest ein. Nicht Fuck. Schlecht. Ja, vielleicht bin ich der Erste, ich glaub's nicht. Na klar, der Pisser oder was? Ach Mist, jetzt gibt's übelst wenig Punkte. Übelst wenig Kohle, meine ich. Naja, wir haben noch eine Runde. Da ist dann der Nathan McCain nicht mehr ganz so gut! Ich weiß, dass er hier nach Punkten führt, aber auf der Rennstrecke ist das egal. Schnapp ihn dir! Den kriegt man. Wie gesagt, ich finde das echt unfair. Ich starte immer ganz hinten, ja, ja. Ich möchte auch mal das starten. Jetzt nicht mehr. Oh krass, wie kam der denn gerade rüber geswitcht? Also wenn man hier relativ aggressiv fährt, schafft man das auch. Würde ich mal behaupten. Aber ja, die Steuerung von dem Ding ist jetzt nicht so der Burner. So eine Kacke. Gut gefahren, du bist jetzt auf Platz 4. Leute, das waren die. Komm, fahr nicht bremsen! Wer bremst, verliert! Komm! Erster! Weiter so! Du führst das Feld an! Sehr nice! Bravo! Juhu! Noch! Ich bin Erster! Der nächste ist 2 Sekunden hinter mir. Juhu. So muss das laufen hier. Ja! Wieder ein größerer Crash, bei dem ein Fahrer rausgeflogen ist. Sieht so aus wie Kevin Patterson. Kenn ich nicht. Entweder liegt am Schwierigkeitsgrad oder an den Autos, also an den. Am Rennmodus oder so. Dass hier relativ viele jetzt rausfliegen.
Ich meine, war jetzt wirklich jede Runde mindestens einer, oder? Beziehungsweise, ja. Jedes Rennen sozusagen, jedes Mal einer mindestens, der rausgeflogen ist. Wundert mich schon ein bisschen. Es ist ein weiterer Fahrer bei einer Kollision aus dem Rennen geflogen. Oh. Sieht so aus wie Kevin Patterson. Haben Sie gerade eben schon mal gesagt? Wenn Sie gerade eben nicht schon mal gesagt haben, dann ist jetzt der dritte. Der zweite. Der erste ist ja nur irgendwo vorgefahren, oder? Der Nate McCain, der ist vielleicht auf dem letzten Platz oder so. Dein Wagen ist etwas verbeult, ist aber ja, Schatz. Seit 9, wir haben's doch. Aber ich muss echt mal überlegen, ob ich meinen neuen Teamkollegen hole, weil der ist jetzt wirklich die letzten paar Runden nie vor unter auf Platz 5 oder besser gewesen. Was bringt mir das, wenn ich ja solche krassen Sponsoren habe, die echt richtig viel Kohle da lassen, aber mein Teamkollege so scheiße ist, dass er es halt mal nicht bringt. Alter! Krasse Kacke! So ein Pagani würde ich auch gerne mal fahren. Das geht schon auf der Autobahn geil ab, oder? So, ich würde... Wow! Einfach mal... Ins Ziel fahren! Juhu! Dankeschön! Nate McCain ist nur 5. Scheiße, die waren dran. Aber er hat immerhin nur 12 Punkte gekriegt. Ich habe 20 gekriegt. Erster, dritter, erster. Na, jetzt geht doch. Ich bin 56. Nummer 1 mit 56. Und mein Kumpel ist 12. Ist das traurig. Ey, ganz ehrlich, den kannst du echt den Tunnel treten hier. Aber bevor ich jetzt ihn verurteile... Wir haben das AAL-Profi-Abzeichen schon fast. Wir sollten die Staaten jetzt nicht verlassen. Okay. Aber wie viel gibt's hier? 250.000, glaube ich. Ja. Hervorragende Fahrleistung. Das gibt eine ordentliche Finanzspritze fürs Konto. Naja, 508.000 Euro. Geht doch. Neuer Sponsor. Ejo, sehr nice. Gucken wir gleich mal nach. Ob wir da irgendwas Neues machen können. 22.000. Wie viel hat der hier? 21.000. Ja, warum sollte ich nicht das hier nehmen? Krass, es gibt 12.750 dafür, dass ich das Rennen bestehe. 4.800. 5.250 ist es. Ja. Oder, wartet mal, ich nehme mal hier. Nehme ich das einfach mal und nehme mal hier Peko. Da geht doch, oder? 22, 21. Wow, ja, sehr nice, ey. So, jetzt nochmal machen meinen Teamkollegen gucken. Tourenwagen ist das Beste. Okay, dann brauchen wir einfach mal irgendeinen Tourenwagen und sehen, ob der wirklich so gut ist. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Also, bis dahin, viel Spaß, macht's gut, tschüss.